So, und als nächstes setzt jetzt eigentlich gerade da vorne bei diesem Zügli. Nicht ganz die Einzige mit dieser Idee. Ist noch Plätze? Bin ich sicher? Ich denke schon, ich hoffe. Schauen wir mal. Das ist «Neben der Spur», ein Podcast aus Graubünden. Und wir gehen an einen Ort, wo es sich eben lohnt, dafür ein bisschen ab der Spur zu kommen und einmal etwas ganz anderes auszuprobieren. Und das übernehme ich. Ich bin Andrea und ich bin sonst eher weiter weg auf der Welt unterwegs. Auf dem Cristo Redentor zu Rio, im Kolosseum zu Rom oder im Centre-Belle zu Montreal. Aber da geht es jetzt eben darum, dass man gar nicht immer so weit muss gehen, um eben zum Beispiel spektakuläre Bauwerke zu sehen. Er ist eines der imposantesten Bauwerke der Rätischen Bahn und schwingt sich in elegantem Bogen direkt in einen Tunnel in der steil abfallenden Felswand. Wie immer habe ich auch zu dem Zeitpunkt eigentlich noch keine Ahnung gehabt, was mich erwartet. Ich habe aber auch das Mal wieder ein Kuvert bekommen mit Hinweis. Und dass es um Bauwerk geht, auf das bin ich dank diesen Hinweis schon mal gekommen. So halb mindestens. Typisch für die Schweiz und aktuell im Wandel. Sagt mir jetzt noch nicht so viel. Berge oder Gletscher wäre jetzt so ein bisschen mein erster Gedanke. Gemütlich zu Fuß in pittoresker Umgebung, okay. Hat immer viel zu tun. Mhm. Atemberaubende Aussicht mit historischem Anstrich. Historisch, das heisst, es müsste ja eigentlich etwas sein, das gebaut ist, weil Berge sind in dem Sinn nicht historisch. Vielleicht eine Kille. Hier kannst du vielleicht auch deinen Hunger stillen. Oh, okay, dann vielleicht doch keine Kille. Eher irgendein alter Bauernhof oder eine Alp. Mal schauen. Ich weiss, dass ich zu Bergün auf den Zug Richtung Filisur muss und dort umsteigen. Es folgt der Interbio nach Filisur, Pusis, Reichenau, Tamins, Chur, fahrplanmäßige Abfahrt, 10.47 Uhr. Der Zug ist recht voll. Offenbar ist heute generell ein Ausflugstag. Es hat schon noch ein paar Plätze zum Ansitzen. Aber ich muss ja sowieso schon bald wieder aussteigen. Darum bleibe ich einfach schnell im Gang stehen. Nächster Halt, Filisur. Ich steige aus und laufe ein paar Schritte über den Bahnhofplatz. Meine nächste Station ist der Landwasserexpress. Ein kleiner roter Zug, also so ein Ausflugszug mit Pneu, der schon parat steht. Theoretisch. Plätze? Bin ich sicher? Ich denke schon, ich hoffe. Schauen wir mal. Weil auch der Zug ist voll. Offenbar haben die Wandergrüppli Enzian, Schauinsland und Alpenruh heute alle miteinander die gleiche Idee gehabt, nämlich hier hinzu. Aber ich habe Glück und finde gleich noch ein Plätzchen. Das Zügli schlängelt sich zuerst durch das Dörfli Filisur, nachher über einen Feldweg. Landwasser Express ist vielleicht ein mutiger Claim, es ist nämlich eher gemächlich unterwegs. Auf dem letzten Teilstück fährt es dann am Fluss nach über ein Kieswegli. Etwa eine halbe Stunde sind wir insgesamt unterwegs. Nach dieser abenteuerlichen Fahrt sind wir jetzt hier an unserem Ziel angekommen. Ich bin aber ehrlich gesagt froh, dass das Zügli schon bald wieder gekehrt hat und die meisten Leute wieder mitgenommen hat, weil darum kann ich jetzt da einfach noch ein bisschen in Ruhe rumlaufen und mir das Landwasserviadukt anschauen. Und ich glaube, das nächste Mal würde ich eher da laufen, dass man eben nicht gleichzeitig wie alle anderen dann da ist. Ich schlendere noch ein bisschen Landwasser nach. Das ist der Fluss, darum rauscht es auch so im Hintergrund. Und schaue das Viadukt mal von ganz nahe an. Von unten ist es irgendwie noch mal deutlich spektakulärer als von der Seite. Und selbstverständlich habe ich mich auch ein bisschen informiert. 1902 ist es gebaut worden, seit 2008 ist es Teil des UNESCO-Weltkulturerb. Es ist 65 Meter hoch und 142 Meter lang, mit eben diesen fünf typischen Bögen, die man von Bildern kennt.
Nach einer Weile am Viadukt muss ich dann weiter, das mal zu Fuß. Mein nächster Halt ist der Bauernhof Soladavains, wo mich der Andrea Accola erwartet. Er hat den Hof von seinen Eltern übernommen und führt ihn jetzt. Hallo. Hallo. Bist du der Andrea? Genau. Super. In dem Fall auch. Genau, so ist es. Freut mich. Hallo. Hallo. Super. Jetzt kommt der Alarm an. Ah ja, schau. Schön. Ja, willkommen da zu Olis. Danke. Die Alarmanlage, die Andrea gesagt hat, das ist der Hofhund, Adora. Und neben uns stehen zwei Kälbli, die man vorher gehört hat. Sie sind noch zu klein, um auf die Alp zu gehen, wo fast alle anderen Kühe von Andrea im Moment sind. Sein Hof ist vor allem auf den Milchbetrieb fokussiert. Er baut aber auch Speiskürbis und Gersten an und hat seit ein paar Jahren auch noch Bäume, wo man gerade am Anfang daran vorbeispazieren. Die sind erst am Wachsen. Also da gibt es dann in ein paar Jahren den ersten rechten Ertrag. Wir haben ein bisschen allerlei Hochstämmer. Es sind Äpfel, Birnen, Zwetschgen, Mirabellen, Rönigloden. Da sind zwei Krisebäume. Einfach also ein bisschen vielseitig. Mhm. Und also ein bisschen Sorten, die mich interessieren, haben wir können nehmen. Und das ist schon das, was uns auch sehr gefällt. Ja. Wir laufen ein paar Schritte weiter und er erklärt mir seinen Betrieb. Und dann stehen wir vor der einen Kuhweide, hinter uns das Wohnhaus, links von uns der grosse Kuhstall, rechts von uns ein Waldstück. Und geradeaus, direkt hinter der Kuhweide, die Bögen vom Landwasserviadukt. Der Standort ist natürlich sehr schön. Wir sehen das Landwasserviadukt eigentlich tagtäglich vom Haus aus. Als Bub war es so. Für mich war das normal. Da hat man dann einfach immer ein bisschen Zeit gebraucht, um das auch ein bisschen von einer anderen Ansicht anzuschauen und das auch ein bisschen schätzen zu lernen. Jetzt haben wir hier gerade den Zug gehabt, der drüber gefahren Jawohl. Ist. Schön. Und eben, du hast gesagt, als Bub hast du halt einfach, ist es halt einfach gewesen. Und wie hast du denn das jetzt? Also schaust du es jedes Mal an und denkst, wow, oder irgendwann gewöhnt man sich ja schon dran. Oder? Die Aussicht ist schon so. Man hat dann ein bisschen eine andere Sicht wie es kriegt, wo dann einfach immer Leute da waren mit Fotoapparat. Und ja, was ist jetzt da? Ja, für uns war das jetzt normal gewesen. Aber dass man dann ein bisschen eine andere Sichtweise gekriegt hat, ist auch der Blick von außen ein bisschen nötig. Also es sind sehr viele Leute von Deutschland, die da sind, die völlig fasziniert sind von dem. Und dass man wirklich muss sagen muss, es ist etwas Spezielles. Und um das in Erinnerung zu bringen, muss man vielleicht auch mal auch unten dran herstehen und einfach die Türme von unten auf anschauen, das Mauerwerk. Ja, also es ist wirklich einmalig. Und vor allem, wenn man weiss, dass das vor 120 Jahren gebaut ist, mit den Hilfsmitteln, die sie dann hatten. Und das ist eine Brücke, die hebt. Und die Züge sind schwerer gekommen, sind länger gekommen. Aber die hebt mit dieser Statik dazu mal. Wenn man das sich ein bisschen bewusst ist, ist es schon wirklich eindrücklich. Ja. Das kann ich, wie gesagt, bestätigen. Es lohnt sich wirklich, um einmal drunter zu stehen. Andrea und ich schlendern weiter über seinen Hof. Er zeigt mir den Stall. Davor ist abgesteckt, dass etwas angebaut werden soll. Wir haben eigentlich ein sehr grosses Projekt im Sinn. Das Ziel ist, dass wir dann bis in zwei Jahren ein Teil der Landwasserwelt sein können. Mit dem Landwasserviadukt eigentlich als Zentrum, einen ganzen Umschwung. Dass wir hier einen Erlebnishof präsentieren können, mit einem Hofkaffee, damit wir Leute bewirten können. Die Landwasserwelt soll eben im Gebiet rund ums Landwasserviadukt ab 2024 neue Möglichkeiten und Attraktionen für Besucherinnen und Besucher bieten. Geplant sind zum Beispiel ein Hop-on-Hop-off-Zug durch die Landwasserwelt, ein Baumgleiter, also ein Zipline, oder eine Anlage mit Modelleisenbahnen. Und eben etwas zu essen beim Andrea auf dem Hof. Aber nicht einfach irgendetwas. Es stimmt für uns nicht, einfach eine Festwirtschaft zu machen, sag jetzt mal nur nach 15 einfach Tiefkühlpommes reinwerfen und so. Das haben wir gesagt, nein, das wollen wir nicht. Dann haben wir gesagt, dann stimmt das für uns, als Hofkaffee machen, da können wir eher mit Spezialitäten arbeiten, mit eigenen Produkten und so. Und da einfach, ja, eine Nische aufzusuchen. Wir laufen noch ein bisschen weiter über den Hof und dann sitzen wir an Schatten im Andreas im Garten. Dort darf ich eine erste Kostprobe haben von etwas, was es dann vielleicht in diesem Hofkaffee gibt. Nämlich ein Glas von seinem selber gemachten Holunderblütensirup. Du nimmst, gell? Danke vielmals, ist auch fein. Das ist vom eigenen Holder, den wir haben. Also er blüht immer noch. Bergquellwasser. Natürlich mit Bergquellwasser.
Und dann frage ich natürlich auch noch Andrea das, was ich alle in den letzten Tagen gefragt habe. Wieso ausgerechnet Bergün? Was macht es aus? Ich sage immer, man muss mit offenen Augen in der Gegend umeinander laufen. Wir haben hier nicht ein Europapark-Feeling, wo man sehr viel Angebot hat. Aber wenn man die Augen aufmacht, haben wir gleich so viele Sachen. Andere Sachen, weißt, die vielleicht eher naturbezogen sind. Also man muss jetzt nicht von Höhepunkt zu Höhepunkt, sondern man soll einfach einmal auch die Zeit nehmen. Man hat so viele Sachen, die man sehen kann oder mal anhalten, absitzen und einfach einmal schauen. Ein bisschen weg von allen Hotspots, ein bisschen in die Natur aus, das auch geniessen. Die Welt auch mit anderen Augen anzuschauen. Einfach vielleicht einmal hocken und hören, was hört man? Man hört Vögel, man hört Grillen. Was sieht man? Also, wir haben so viel da. Man muss es einfach bewusst sein. Okay, also genau das habe ich jetzt irgendwie schon von Fredo, Christoph und dem Rolli gehört. Sich Zeit nehmen, entschleunigen, ansitzen, geniessen. Pazifik eben, habe ich mir ja beibringen lassen. Aber mal ehrlich, gerade in der Ferien, die haben doch einfach alle genau das gleiche Skript von euch bekommen. Nein, haben wir nicht, aber das, was wir haben, müssen wir vermarkten. Ich sage, wir können besser werden, aber ich meine, wir machen das nicht so schlecht. Und das offenbar ganz ohne Briefing und Skript. Und nicht nur, weil das alle sagen und auf Gefahr hin, dass ich mich wiederhole. Ich habe das Gefühl, ich spüre das langsam auch, das Entschleunigen. Ich verabschiede mich von Andrea und mache mich langsam auf den Heimweg. Das Mal habe ich sogar deutlich mehr Platz im Landwasserexpress. Gute Wünsche. Hat es nicht ganz so viele Leute auf dem Heimweg? Nein. Er sagt, so viele Leute wie am Morgen hätten diese Saison noch nie gehabt und das sei gar nicht normal. Gut zu wissen. Mit dem Landwasserexpress geht es wieder zurück an den Bahnhof Filisur, von dort mit der RAB auf Bergün. Auf dem Weg fahre ich am Bahnhof Stulz vorbei, wo tatsächlich der Rolli und seine Frau im Garten sitzen. Wer die noch nicht kennt, um sie geht es in einer anderen Episode von diesem Podcast. Zurück zu Bergün komme ich wieder am Dorfplatz vorbei, wo schon der Fredo wartet. Wir reden über das Landwasserviadukt, aber auch viel über Andreas seinen Hof und über das Bauern. Der Fredo hat nämlich selber das Leben lang gebaut und seinen Hof vor ein paar Jahren verpachtet. Darum nimmt mich jetzt Wunder, ob ihm das nicht manchmal fehlt. Ich war 41 Jahre Betriebsleiter. Und wenn man dann nicht zufrieden ist, dann ist man selber schuld. Ich baue schon noch, aber in der Nacht, wenn ich träume. Dann bin ich am Heu oder so mit Fee unterwegs und immer passiert das was. Nein, ich finde es gut, wie ich den Übergang geschafft habe. Zurück in meiner Wohnung denke ich darüber nach, was ich heute alles erlebt habe. Das Landwasserviadukt mal von unten gesehen, das würde ich definitiv empfehlen. Man kann den Landwasserexpress nehmen, wie ich jetzt heute, oder auch anwandern. Das ist «Neben der Spur», ein Podcast aus Graubünden. Zum Nachhören gibt es den auf www.graubünden.ch/podcast oder auf deiner Lieblings-Podcast-Plattform. In der nächsten Episode lande ich zwar nicht neben der Spur, dafür aber so quasi unter der Erde. Das sind jetzt die Bohrstangen, hier, die man jetzt hineinschiebt, mit den gelben Lunten, also Zündschnür. Schon ein paar, also ich weiss nicht, etwa 1,5-2 Meter sind. Das ist das Zeichen hier. Und jetzt wird elektrisch gezündet. Das ist hier.